Tja, da melde ich mich doch noch einmal kurz vor dem Heiligen Abend. Es ist leider etwas passiert, was nicht so ganz schön ist, würde ich mal sagen. Ihr seht jetzt hier, genau jetzt seht ihr gerade hier das große Problem. Mein AVS-Video-Editor hat genau nach dem Konvertieren des anderen Infovideos angefangen rumzuspacken. Ich komme nicht mehr an meine alten Dateien ran, also meine alten Projektdaten, und ich kann auch keine neuen Videodateien mehr importieren. So ganz kleine gehen, so ich glaube 2 Stunden lang oder ja 2 Stunden müssten eigentlich sein, aber die etwas längeren, wie jetzt zum Beispiel das Finale von Metal Gear Solid Peace Walker, lässt er gerade nicht mehr in den Editor rein. Und wenn ich das versuche zu machen, kommt eben so ein Fehlercode raus. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin gerade total am Verzweifeln. Ich versuche gerade irgendwie Peace Walker hier zu retten. Wir wollen ja schließlich unseren Frieden hier noch haben. Ich kann echt nicht sagen, was hier los ist. Vor ein paar Tagen hat er schon Probleme gehabt, Projekt P überhaupt zu rendern. Und jetzt das, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich versuche wirklich alles gerade. Bin selber so ein bisschen am Verzweifeln. Hab die Registry geleert, hab den Editor neu installiert. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich wollte euch nur kurz sagen, weil euch vielleicht gewundert habt, wieso jetzt gerade nicht so wieder flüssig die Videos gekommen sind. Das ist der Grund. Nur damit ihr auch ein bisschen im Klaren seid, was hier gerade so los ist. Das Problem ist, ich könnte ja auch auf einen anderen Editor gehen. Wie zum Beispiel Camtasia, den habe ich mir nämlich auch zugelegt. Problem ist, meine Avamedia Live Gamer Portable Karte nimmt nur TS-Format auf. Und eben dieses TS-Format wird im Moment nur vom AVS Video Editor unterstützt. Ja, es ist echt gerade zum Mäusemelken. Aber hoffen wir mal, dass vielleicht der weihnachtliche Glaube irgendwie da noch was gut macht. Ich bin gerade mit der Laune von bei dem Infovideo war ich happy und jetzt hier bin ich so total am Arsch. Ich bin schon den ganzen Tag nur am Rumsuchen, rumarbeiten. Ich habe einen Support angeschrieben, aber von dem werde ich wahrscheinlich eh über die Weihnachtsfeiertage nichts hören. Und schauen wir mal, ne? Projekt P ist fertig. Ich muss es nur noch gucken, dass ich es schneiden kann. Wie sieht es mit Metal Gear Peace Walker aus? Ich weiß es nicht. So Mario 3D World muss ich eine neue Aufnahme Gott sei Dank machen. Die kann ich ja dann so machen, dass sie kürzer ist. Und Metal Gear 2 ebenfalls. Und bei dem Rest passe ich jetzt erstmal auf, dass die Aufnahmen niemals länger als 2 Stunden werden. Auch wenn es mich persönlich ankotzt, weil ich solche kleinen Aufnahmesessions scheiße finde. Aber naja, was soll ich machen? Die Technik, die lässt mich halt gerade sehr im Stich. Ich hoffe, ich komme aus diesem kleinen Trotz raus. Ich werde immer noch versuchen, da irgendwas zu machen. Falls nicht, dann keine Ahnung. Ich berate mich da mal ein bisschen mit ein paar, die sich da vielleicht auskennen. Keine Ahnung. Ich wollte einfach nur, dass ihr auch so auf dem aktuellen Stand seid. Das war's dann auch von mir. Jetzt ist offiziell der 24. Dezember, 18 Uhr. 19 Uhr wird das Video hier für euch da sein. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand hört. Schließlich ist ja der heilige Abend mit der Familie am schönsten. Oder keine Ahnung, vielleicht verbringt man auch mit Freunden, anderen Verwandten. Vielleicht feiert man den gar nicht. Je nachdem, welcher Religion man angehört. Auf jeden Fall, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich werde hier noch ein bisschen länger verzweifeln. Nee, ich mache jetzt auch erstmal Feierabend für heute. Also, bis dann. Tschüss.